Hallo Leute, da bin ich wieder, MI70 am Start. Und wir wollten ja jetzt hier das mit diesen Ertrunkenen machen. Und reden jetzt mal mit dem Ersten hier. Auf Skellige sind wir wieder, auf meiner Lieblingsinsel. Wir sollten dann mal wieder unbedingt eine Methalle aufsuchen, ne? Und uns gemütlich hinsetzen. So, auf geht's. Rurik, stimmt's? Ich habe gehört, dass du auf dem Boot warst, das die Ertrunkenen angegriffen haben. Ja, das stimmt. Mit Ulf, meinem Cousin. Wir haben die Krabbenfallen von den Kiera-Klippen geholt. Ulf zog an einer Leine, es ging schwer. Ich dachte schon, toll, der Käfig muss voll sein, klasse Fang. Da hat was zurückgezogen, nach unten, ein Ruck. Und Ulf war verschwunden. Ich habe ihn gerufen. Einmal, zweimal, dreimal. Dann wurde das Wasser rot. Und ich roch etwas Furchtbares, Verrottetes, noch schlimmer. Und die Muire Djeplin warfen das Boot um. Ich weiß nicht mal, wie ich es an Land geschafft habe. Freya muss über mich gewacht haben. Das oder die Monster waren schon satt. Danke für die Geschichte. Ah ja, okay. Ich habe sofort gewusst, dass die Götter dir gewogen sind. Sprich mit den Zeugen. Reden Bootsbauer. Ja, dann geh ins Bett, wenn du hier so rumgehst. So. Oben müsste noch einer sein. Ups. Ich habe noch hier. Bist du Tove? Ich habe gehört, dass Ertrunkene deinen Mann getötet haben. Da hast du richtig gehört. Erst haben sie meinen Sohn geholt, dann meinen Mann. Jetzt bin nur noch ich da. Unser Sohn Quile ist nicht vom Fischen zurückgekehrt. Mein Mann ist jeden Abend zu den Kira-Klippen raus, um nach dem Boot zu gucken. Ich habe ihm gesagt, dass er ihn nicht wieder lebendig machen kann und dass er sein eigenes Leben riskiert. Wir hatten von den Ertrunkenen gehört. Aber er konnte nicht stillsitzen, nahm seinen alten Mantel und ging. Eines Abends ist er nicht heimgekommen. Ich habe meinen Bruder geholt und eine Fackel. Dann sind wir ihn suchen gegangen. Die Muire Djeplin, die Meerteufel. Sie hatten ihn so übel zugerichtet, dass ich ihn nur am Mantel erkannt habe. Schlechter Trost, das weiß ich, aber das Ertrunkenenproblem seid ihr bald los. Versprochen. Leb wohl. Aha. Okay. So, erkunde das Gebiet, in dem die Ertrunkenen gesehen wurden. Gucken wir mal, wo das ist. Na klar, natürlich haben wir noch keine. Na gut, wir laufen einfach hier so querfeldein, feldaus, wie immer. Schauen wir mal, was uns so erwartet. Hilfst du einem Mann in Not? Nee, ich habe jetzt keine Zeit, Opa. So. Sie zünden Laternen auf den Felsen an und plündern dann die Wracks. Wir dienen ihr, der Jungfrau, Mutter und Muhme. Aha, okay. Sehr interessant. Warum ist das jetzt wieder mitten in der Nacht, verdammt nochmal? Im Dunkeln. Letzte Nacht war. Puh. Wo willst du hin? Ja, das weiß ich auch noch nicht. Eigentlich will ich da zu meinem Questziel. Also will ich aus dem Dorf raus. Verdammt. Eieiei. Das ist doch aber blöd. Ich sehe doch im Dunkeln nichts. Wo habt ihr euch denn hier? Hast keinen Respekt vor unseren Bräuchen. Und diese Hexe Yennefer auch nicht. Halt dein Schandmaul. Da wäre ich jetzt sauer. Mann in Not? Das ist immer das ist Ausrufezeichen, interessiert mich nicht. Wir haben keinen Respekt, seid ihr bekloppt. So. Dreckiger Ochse! Oh, was für Beleidigungen ich mir hier anhören muss. Die wollen, dass wir da denen ihre Probleme lösen und nennen mich dreckiger Ochse. Ey, achso. Ja, aber ne, wie gesagt, ich mag ja das. Den Umgangston bei Hexer mag ich, bei Witcher mag ich schon richtig gerne. Das ist so richtig schön derb, abartig. Finde ich geil. So, dann gucken wir mal. Vorsicht! Du könntest runterfallen, das sieht nicht so arg danach aus. Super. Kommen wir jetzt da runter. Eieiei, nicht so stürmisch hier. Ich sehe nichts. Hm.
Noch ein Opfer. Okay. Ja, dieser Ja, was ist denn mit euch los? Habt ihr sie nicht alle? Was ist denn das für ein Blödsinn? Gib mal her hier. Was seid ihr denn für Schnarchnasen? So, gucken wir uns jetzt mal das Opfer an. So, komm her. Der Gestank. Das sind Ertrunkene. Das Nest muss in der Nähe sein. Okay. Okay. Schauen wir mal. Sagen, dass ich schwimmen muss. So, und jetzt? Hier? Geht's ja nicht weiter, oder? Schau mal. Irgendwas haben wir verkehrt gemacht. Sind wir dran vorbeigeschwommen, oder? Ist das an Land oder Unterland? Jetzt weiß ich es gar nicht. Nicht! Ne? Ist gerade aus dem Wasser gekommen. Ich will mal gucken, ob das... an Land ist, oder... Ob man da... Ups. Ins Wasser hupen muss. Ja, ich denke mal, das dürfte unter Wasser sein, oder? Na super, tauchen. Wie soll man denn unter Wasser ein Nest zerstören? Was bist denn du? Oh mein Gott! Ich falle runter! Henkerstiefel. Ja, da haben wir mal nebenbei noch was gemacht. Ich wollte hier gar nicht hin. Ich habe verdammt nochmal dieses Nest gesucht. Und das wird wohl unter Wasser sein, habe ich den Eindruck. Ja, dann, nicht runterspringen, Geralt. Das überleben wir nicht. Super. Ich würde mal sagen, ich speichere auch mal, weil ich habe irgendwie schon lange nicht mehr gespeichert. Sonst müssen wir das alles nochmal neu machen. So. Ja, hopp. Ja, das dürfte was mit Tauchen sein. Oh, ich hasse das. Weil da war der Duft ja zu Ende. Dann musst du die... Jetzt kann er das nicht ausrüsten, oder was? Was ist für ein Blödsinn? So. Der Geruch war hier irgendwo zu Ende.
Ah ja, hier irgendwas Rotes. Ach, halt. Hier. Ey, so viel Luft haben wir nicht. Verdammt. Oh, die Musik ist so hammergeil. Aufs Gellige finde ich wahnsinnig toll. Ich verrecke. Geralt, wir hängen irgendwo fest. Tauch bitte auf! Verdammt mich! Was ist denn das für eine Scheiße jetzt? Tauch auf! Seht ihr das? Ich hänge irgendwo fest. Kann nichts machen. Na klar. Ja. Ein gottverdammter Tunnel! Gut, dass ich gerade gespeichert habe, oder? Ohne Worte. Vor lauter Musik hören habe ich nicht gesehen, dass wir durch einen ganz blöden Tunnel schwimmen. Mist, verdammter. Das habe ich davon. Ah, gut, dass wir gerade gespeichert haben, ne? Was habe ich gesagt? Ich wusste doch, für irgendwas muss es gut sein. So. Dann wollen wir noch mal. So. Hexersinne. Hier. So. Das habe ich nicht mitgekriegt. Da muss ja irgendwo sich die Karte geändert haben. Ja. Hat sie ja auch. Und ich habe es nicht mitbekommen. Oh, wie soll das funktionieren? Ah, okay, da ist eine Luftblase, oder? Schon wieder dieser Gestank. Schleim und verrottender Fisch. Okay. Das sieht aber aus wie... Oh, das ist eklig. So, gucken wir mal. Menschenknochen. Nicht zerbrochen, aber das Mark fehlt. Dazu braucht man eine lange, dünne Zunge. Ah ja. Okay. Aber es schaut schon aus wie... wie normale Füße, oder? Ich bin manchmal echt ein Clown, oder? Aber gut. Weiter im Text. Oh, noch mehr Ertrunkene. Ja, Geralt nutzt da nichts. Was ist denn das für ein Höhlensystem? Feines Feuerchen, ja! Na, hallo! So. Tja. Wo sind wir denn hier gelandet, verdammt nochmal? Super. Heb mal hier das Ganze auf. Weil die haben mich teilweise rote Mutagene. So. So. Ja, rotzfrech tun mir hier
Heller wird es ja trotzdem nicht in der Höhle. Aber da haben wir die abgeschlachtet. Gehen wir hier weiter, oder? Beckenknochen, ganz zerkratzt. Lange, breite Klauenspuren. Oh Mann, was erwartet uns denn hier wieder? Auf was treffen wir denn hier wieder? Hm? Ich sag nichts, ne? Mich gruselt's. Hey, wir laufen hier durch irgendwelche Dreckshöhlen. Oh ne. Und ich speichere mal. Wenn ich jetzt schon da durchgeschwommen bin, ohne zu verrecken, dann möchte ich auch. Sind wir noch in der richtigen Richtung? Da ist so ein Ausweg. Da gab es einen Eingang. Wollt ihr mich verarschen? Da runter. Das ist bloß eine Pflanze, oder? So. Erkunde das Lager der Ertrunkenen. Ja, das habe ich doch gemacht. Habe ich irgendeinen Eingang verpasst? Habe ich irgendwas vergessen? Also nochmal. Hm. Okay, Miezekatze. Miezekatze, dass ich was sehe, weil... Katze, Katze. Weißer Honig. Verbesserte Katze, komm her hier. So. Weil mir ist es einfach zu dunkel. Ich sehe dann auch nichts, ne? Okay, das hat nichts genutzt. Das ist eine junge Frau, oder? Hier ist nichts. Also war das beim Tauchen, habe ich wahrscheinlich irgendeinen Fehler gemacht. Weil, wir sind ja durch die Höhle gekrochen hier. So. Hm. Ah, hier geht's weiter, okay. Ja, die habe ich doch alle umgebracht. War hier noch eine Abzweigung? Na klar. Ein Monsterlager, aber sicher nicht das eines Ertrunkenen. Na super. Druckstellen am Hals, Kehlkopf zerstört, erwürgt. Soll heißen, Geralt? Kannst du mir auch sagen, erleuchte mich, was für ein Vieh erwartet uns? Was wir es hier zu tun haben. Für später versteckt ertrunken, wir tun sowas nicht, okay. Druckstellen am Hals, Kehlkopf zerstört, erwürgt. Zwergenschnaps, gib mir den Schnaps, den kann ich jetzt brauchen. Sieht aus wie Boote hier, oder? Was vergiftet? Verdammt! Verdammt! Druckstellen am Hals, Kehlkopf zerstört, erwürgt. Okay.
Bootsreste, zerrissene Segel und Leinen. Seglerdekor, könnte man denken. Der Gestank, die Spuren an den Leichen, das muss das Lager eines Wasserweibs sein. Die haben einen guten Geruchssinn. Sie wird nicht wiederkommen, solange ich hier bin. Das heißt, sie lebt ja mit Ertrunkenen zusammen. Vielleicht kann ich mir aus deren Drüsen einen Extrakt zubereiten und meinen Geruch damit überdecken. Na prima. Bereite einen Trank aus ertrunkenen Phämonen und verwende sie. Wasserweiber, das sind die, die uns immer anspucken, die Viecher. Während wir hier runterrollen, können wir auch noch das andere alles zusammen herstellen. Ertrunkenen Phänomene, da. So. Dann haben wir das. Vampiröl. Herstellen. Wir werden das wahrscheinlich alles niemals brauchen. Ist ja eigentlich beim Witcher ist es ja wirklich so, dass man, wenn man auf den höheren Schwierigkeitsgraden spielt, man das Zeug benutzen sollte. Aber hier so, wir spielen ja auf dem mittleren. Da ist es eigentlich nicht so. Breite einen Trank und verwende. Okay. Wir kommen ja auch so ganz gut klar. Okay. Gut. Wir sind noch am Leben und dann... Das müsste reichen. Und jetzt auf die Lauer gelegt. Hinter den Booten. Hinter den Booten. Okay. Da ist... Da war eine Kiste. Habt ihr das gesehen? Verdammt ich. Gib her. Die will ich jetzt noch. So. Habt ihr diese... Da ist noch eine gottverdammte Kiste. Ja, damit. Scheiße, und jetzt bin ich überladen. Verdammt. Ja, scheiße, sagt man nicht. Entschuldigung. Oh, die hat ganzes, Samasorium mitgebracht. Oh. Ja, verdammt mich! Wow! Das sieht nicht gut aus! Aua, 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 aua! Aua! So, komm hier, die Ertrunkenen noch! Ich will jetzt nicht an Ertrunkenen verrecken. Willst du? Hol jetzt! So. Ich habe mich beruhigt. Gib mir dein Inventar, weil es ist scheißegal. Ich bin schon überladen, bis sonst geht nicht mehr. So. Bist du hässlich, du Weib? Und spuckst mich immer an. Verdammt mich nochmal. So. Alles her damit. Na, dann hätten wir das ja erledigt. Auch wieder. Der einzige Nachteil ist wirklich, dass wir überlastet sind. Wenn ich das nicht witzig finde. Haben wir alles mitgenommen? Sieht so aus. Und... Diese Höhle hatte doch einen Ausgang, oder? Irgendwie so. Also ohne, dass wir... tauchen mussten.
hätte ich doch fast das kleine Ding hier übersehen, ne? Ich würde mal sagen, ich gebe dann den Quest ab und wir schauen beim nächsten Mal, was wir machen. Ich guck mal die Quests durch. Hier war auf Skellige noch so ein Quest mit Level 19 oder so. Zumindest bekommen wir da wenigstens noch richtig schön Punkte. Als wenn wir jetzt hier diese anderen kleinen Quests machen. War das hier der Ausgang? Ja. Das ist gut. Da sind wir vorher irgendwie vollkommen falsch gelaufen. Mache ich mir so einen Stress mit dem Durchtauchen da. So. Ja. In diesem Sinne, ich suche den Weg ins Dorf. Und verabschiede mich heute mal mit einem kühlen Nass von euch. Bis bald, eure Emrail70. Ciao, ciao.